Guten Morgen aus Australien. Guten Morgen. Wir sind auf dem Weg zu einem Inseltrip. Da haben wir leider kein Internet und sind dementsprechend den ganzen Tag über nicht erreichbar. Also nicht wundern, wenn ihr uns anschreibt oder so und es kommt nichts. Ansonsten, ja, super Neuigkeiten. Northern Territory hat geschlossen. Besuch Ayers Rock klappt nicht. Neuseeland Camper abgesagt. Um die Flüge kümmern wir uns. Läuft bei uns. Oder? Ja. Nicht? Doch, doch. Heidi lacht. Ich auch. Schatz, wir gehen jetzt mal in den Flughafen, dass wir uns schon mal anstellen können. Wo ist die Schlange? Was ist hier los? Schlange? Du kannst doch nicht in Australien einfach Schlange rufen. Ja Mensch, die Wartezeit wird hier richtig lang, ey. Schön. Ich hoffe, es fliegt überhaupt irgendwo. Du kannst mal zu dem Monitor da hoch. Ja, ich gehe mal zu dem Monitor. Gecancelt. Alles gecancelt. Nö, 8.10 Uhr hier Lady Elliot Island. Da ist das Moped, mit dem es gleich in die Luft geht. 40 Minuten Flug in der Sardinenbüchse da vorne. Heidi, findest du geil? Ja, voll gut. Auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich neben den Piloten sitzen darf und selber fliegen darf. Jetzt sind wir hier auf dieser schönen Insel. Ich habe eine Erlaubnis gekriegt, die Drohne zu fliegen, aber jetzt haben wir so lange schnorcheln, dann habe ich es noch nicht gemacht. Plus, hier ist eine No-Fly-Zone über die Insel und das erkennt meine Drohne und ich hätte quasi vorher die Drohnenfirma informieren müssen. Hier, der Sebi hat eine Erlaubnis, dann wäre das alles kein Problem gewesen. So aber besteht dann immer die Gefahr, wenn man in diese No-Fly-Zone reinfliegt, dass die Drohne quasi wie flugunfähig ist und nur noch mit 0,5 km/h oder irgendwas so ganz langsam durch die Gegend cruist. Und wenn man dann natürlich immer mehr ist und dann ist irgendwann der Akku leer, dann heißt es, tschüss, liebe Drohne. We are reaching for the
Wir haben ein Possum am Baum. Das ist auf jeden Fall voll süß, aber das sollten wir besser nicht anfassen. Ne? Ist so süß? Das sind die Ratten Australiens, sagt Heidi gerade. Ja, auf jeden Fall ist das Menschen gewöhnt, ne? Würde ich sagen. Schön oft auf Straßen unterwegs mit Selbstmörderschmetterlingen. Also das ist echt Wahnsinn, wie viele Schmetterlinge uns hier vor die Scheibe fliegen. Deshalb müssen wir bei fast jedem Tanken dann auch einmal die Scheibe wieder sauber machen, weil man sonst echt nichts mehr sieht vor lauter Tierresten auf der Scheibe. Also faunfrei herum. Ja, wir hatten heute einfach nur einen Reisetag. Nichts Besonderes passiert. Außer, dass wir jetzt endlich mal einen Pie gegessen haben. Also wie so eine Art herzhaften Kuchen mit Rindfleisch, Speck und teilweise sogar Käsefüllung. Hat sensationell gut geschmeckt. Also hätte ich nie erwartet, dass so ein kleines Ding so viel Power hat und so viel Geschmack in sich birgt. Super. Sebastian hat gesagt, ich soll den Tourist 3 filmen und dann macht er sowas. Ich glaube ja wohl, ich spinne. Das ist die Vorbereitung auf gleich. Ja, aber kannst du das mal wegmachen? Ausnahmsweise. Na endlich. Banana! Banana! Touristy ist der Tourist 3 nicht. Da sind gar keine Touristen ja auf der Touriststrecke, ne? Und vor allem keine Corona-Touristen. Hier ist nichts, ne? Wir sind wirklich 300 Kilometer gefahren auf der Autobahn, auf der einspurigen, also dieser hier. Und da kamen ungefähr 3 Orte, durch die wir durchgefahren sind, innerhalb dieser 300 Kilometer. Ich frage mich, wo hier Corona sein soll. Wieso verbieten die ja alles? Hier ist doch nichts. Lasst uns doch den Spaß. Wir sind angekommen bei dem Campingplatz, wo morgens die Kängurus am Strand sind. Also zum Sonnenaufgang, also 5:30 aufstehen. Und jetzt ist hier auch einfach mal so das erste Känguru. Das ist und ein hat Wallaby. Nicht. Oder ein Wallaby oder ein Mini-Känguru oder was auch immer. Ja, das ist wohl an Menschen gewöhnt, ne? So entspannt wie es ist. Also Känguru-Armut gibt es hier auf dem Platz nicht. Die hopsen einfach so durch die Gegend. Und entspannen sich einfach auf einem der Plätze. Ich halte aber mal Abstand, ich will denen ja nicht auf den Sack gehen. Die sind schon ganz putzig. Kann man das einigermaßen sehen hier? Ich weiß es nicht. Bestimmt. Heidi hat neue Freunde gefunden. Ist ganz verzaubert. Ganz verzückt. Ja, die sind doch komplett tiefenentspannt hier, die beiden. Absolut tiefenentspannt, oder? Naja, ja, so sieht es dann aus in Australien, wenn man auf dem Campingplatz ist. Tja, in Australien gibt es Kängurus und es gibt jede Menge Strand. Und manchmal gibt es auch beides. Na, ihr zwei. Ihr seid bestimmt hier wegen der schönen Aussicht, gell? Der Adrian hat mich gebeten, ihn zu grüßen im nächsten Video. Dann nennen wir jetzt einfach mal den größeren Burschen, also links den da. Adrian! Und
gleich haben wir zwei Kängurus und eine Heidi im Bild. Jetzt ist es soweit. Was haben wir Dienstag? Keine Ahnung. Dienstagmorgen um 6 Uhr. Auch hier ist es morgens um kurz nach 6 relativ schön. Es liegt jetzt ausnahmsweise nicht nur an dem Edi, sondern an den zwei Kollegen hier vorne. Und natürlich der ganzen Szenerie im Hintergrund. Alter Schwede. Nicht schlecht. Ich am frühen Morgen schon Randale. Ich glaub's wohl. Alter Schwede. Die mögen sich. Ja, kannst dich. Hier gewinnt wohl Wulf oder was? Schneller geht nicht, oder was? Ja, ich habe morgens auch noch keinen Bock auf Marathon oder auf Sprint vielmehr. Okay, dass hier wirklich alles offen ist, lässt sich einfach nicht bestreiten. Was soll man das hier für ein Monster ist, was da irgendwie Bock auf was zu trinken hatte. Gucken wir, ob ich noch den... Ne, der ist klein. Hier war eben noch so ein Grasshopper. Irgendwie, der war bestimmt so groß wie ein Bierdeckel. Jo, da ist er. Okay, so groß war er dann doch nicht, aber der ist mir eben erstmal entgegengesprungen, als ich hier reingekommen bin ins Bad. Stunden später und ich frage die Heidi, ob sie nicht langsam mal die Schnauze voll hat von dem Strand und den Kängurus. Antwort: Ist es schön? Ja, naja. Es wird immer schlimmer bei uns. Nachdem wir gestern schon so früh unterwegs waren, sind wir jetzt um 7 unterwegs, da wir ja um 5:30 schon Kängurus gucken waren. Crazy. Tja, man sollte meinen, uns geht's gut. Also uns geht's grundsätzlich auch gut in Australien. Aber wir haben jetzt erfahren, dass jetzt wirklich hier so alles dicht ist, dass wir eben keine Touren mehr unternehmen können. Das heißt, irgendwie der Jammern auf hohem Niveau. Ich weiß, der Helikopterflug ist gestrichen. Ayers Rock ist ja sowieso gestrichen. Neuseeland ist gestrichen. Jetzt sind auch die ganzen Tauchausflüge, für die wir extra unseren Paddy, die Open Water Diver gemacht haben, sind gestrichen. Das heißt, wir sind in Australien, ohne am Great Barrier Reef tauchen gewesen zu sein. Das Wasserflugzeug über die White Sunday Islands oder White Sundays oder wie auch immer die heißen, die jetzt hier um die Ecke sind, ist gestrichen. Nichts geht mehr. Ja.